zum Thema von vorhin. Europas etwas angeknautschter Lage gerade. Die Populisten, der Brexit, zuletzt das Referendum in Italien. Überzeugte Pro-Europäer würden in diesem Jahr wahrscheinlich am liebsten auf Jahresrückblicke aller Art verzichten. Zu lachen gab es für sie in diesem Jahr wenig. Aber das finden zumindest die beiden Cartoonisten Nicolas Vadeau und Philippe Caillat. Nicht lachen, das hilft auch nicht. Und sie machen vor, wie es geht. So SOS came from this area. If you can't beat them, eat them. As Bismarck said, in a game of three, you have to be one of the two. Cheers. Cheers. Ohne Humor ist der Zustand Europas kaum zu ertragen, finden Nicolas Vadeau und Philippe Caillat. Das Künstlerduo erschafft mit Papier, Bleistift und einer ordentlichen Portion Sarkasmus Europa-Cartoons. Wir haben den Eindruck, dass es in Europa keine echte Debatte mehr gibt. Man hat die Europagegner auf der einen und die Eurokraten auf der anderen Seite in ihrem Elfenbeinturm. Das ist katastrophal. Eine Brücke zwischen beiden Lagern wollen sie mit ihren Karikaturen schlagen. Mit Tusche illustrieren, was die politische Elite ihrer Meinung nach schon lange nicht mehr vermitteln kann. Als Cameron sich für das Referendum entschieden hat, lag das Thema auf dem Tisch und ich wollte den Brexit verhindern. Das sollte eine Warnung werden. Es dauerte Stunden, sagt Philippe, auch nur die ersten Sätze druckfertig zu bekommen. Von vielen Ideen eignete sich nur eine zur Umsetzung und dennoch, seine Mission ist klar. Umberto Eco sagte mal, die Übersetzung sei die Sprache Europas. Und ich möchte ergänzen, der Animationsfilm ist das Gesicht Europas. Durch die Karikaturen können wir die Politiker so zeigen, wie man es im realen Leben nicht kann. We did it, by George, we did it! British Union, yes! Wait and see, just wait and see. Europas führende Köpfe scheinen ratlos, deshalb sei der satirische Blick auf die politische Bühne so wichtig, sagen Philippe und Nicolas. Bei Amopix in Straßburg werden die Zeichnungen zum Leben erweckt. Eine sehr aufwendige Arbeit, bei der pro Tag nur 2 bis 6 Sekunden Film entstehen. Meine Lieblingsfigur ist François Hollande. Seine Sprecherstimme bringt mich einfach zum Lachen. Es hat wirklich Spaß gemacht, Hollande zu animieren. Da gibt es eine Szene, in der er aufsteht und dabei sieht er einfach ein bisschen trottelig aus. Der Brexit scheint unausweichlich, aber vielleicht, so die Hoffnung der Cartoonisten, tragen ihre Ideen dazu bei, Europa wieder näher zusammenzubringen.